Ein Brand in einem Stromverteilerkasten hat am Montagabend kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz im Kernenweg im Esslinger Stadtteil Obertal geführt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war es am Verteilerkasten im Keller eines Wohnhauses zu einem Funkenschlag gekommen, durch welchen sich ein kleiner örtlich begrenzter Brand entwickelte. Der Rauch zog vom Keller über das Treppenhaus bis in die Wohnung. Eine Pflegekraft des Ehepaars hatte den Rauch bemerkt und die Angehörigen verständigt, die wiederum einen Notruf absetzten. Die Feuerwehr, die mit 8 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort kam, brachte die Eheleute im Alter von 92 Jahren aus dem Haus und übergab sie dem Rettungsdienst. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Die Stadtwerke kamen ebenfalls vor Ort und unterbrachen zur Verhinderung weiterer Funkenschläge die Stromzufuhr.